Ein Jubiläum, bei dem es besonders zünftig zur Sache ging. Das Gasthaus Wurmerl in Panschlog lud ein und alle kamen gern, um sich von der Stimmung und dem Angebot berauschen zu lassen. Das Wirtshaus zum Wurmerl feiert das 10-jährige Jubiläum und ich glaube, da ist einiges los. Ja, lieber Peter, wir haben halt heuer das 10-Jahr-Jubiläum vom Wirtshaus zum Wurmerl. Wir haben heute einen Wandertag gemacht von der Fachschule Hafendorf nach Panschlog mit einer Labestation. Es sind einige Leute unterwegs, muss ich sagen. Das Wetter spielt natürlich wie immer mit, muss ich dazu sagen. Wenn der Wurmerl was macht, passt das Wetter. Und jetzt haben wir da einen zünftigen Frühschoppen, der was natürlich dauern wird bis in den Abendstunden hinein. Das Wirtshaus zum Wurmerl feiert das 10-jährige Jubiläum. Was wünschst du dem Wurmerl? Das Allerbeste, weil ich kann mich zurückerinnern, auf vorher das Oldtimer-Treffen, das 10-jährige. Es hat alles so funktioniert, ob es Essen, Trinken, die Bedienung, die ganze Familie von Wurmerl, ein Traum. Warum kommen Sie eigentlich zum Wurmerl, Lena? Weil das einfach ein super Gasthaus ist, tolle Freunde sind das. Wir kommen oft, wir gehen immer zu Fuß rein, gehen eine Stunde her, eine Stunde heim. Er ist uns das wert, dass wir kommen. Und die Kulinarik vom Wurmerl, die Herme kocht ja auf, das ist ja super. Ja, das ist perfekt. Das geht so schnell. Das ist besser. Ich bin nicht so schnell wie Sie, muss ich sagen. Nein, es ist perfekt da. Das Essen ist super. Es gibt nichts, was negativ wäre. Musikalisch, kulinarisch und was es sonst noch zu einem geselligen Beisammensein braucht, der Wurmerl hat's. Am 20. und 21. August findet das große Oldtimer-Treffen statt auf der Festwiese in Panschlog. Ich erhoffe mir wieder sehr viele Oldtimer-Fahrzeuge und Leute. Es freut mich immer wieder, so eine Veranstaltung zu veranstalten, weil es ist nicht eigentlich alltäglich, dass man sagt, man macht ein Fest und das kommen immer viele Leute. Aber wir haben Gott sei Dank einen Oldtimer-Club, einen Sparverein und ein Wirtshaus, wo ich sage, es halten alle zusammen und ohne Mitarbeiter geht es eigentlich nicht. Und somit möchte ich mich recht herzlich bedanken bei meinem Personal und bei den Clubs. Und vielen Dank und das freut mich schon auf das nächste Fest, auf das Oldtimer-Treffen 2016, 20. und 21. August. So wurde das 10-Jahr-Jubiläum bei traditioneller Volksmusik und heimischer Küche noch lange gefeiert. Und ob man mit dem Rad oder zu Fuß zum Wurmerl gekommen ist, alle waren und sind immer aufs Herzlichste willkommen. Musik